Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Canisius TV, herzlich willkommen. Der Vater hat sich breitschlagen lassen. Die Hungersnot ist zu stark und es geht um die Existenz des ganzen Stammes. So wird Benjamin losgelassen und er darf mit seinen Brüdern zurück nach Ägypten zu dem mächtigen Mann, unter dessen Dienst sie alle stehen. Sie stehen vor einem undurchdringlichen Gesetz, dem sie folgen müssen. Nachdem Jakob das Wenige noch in seiner Macht Stehende getan hat und die Geschenke bereitet hat, sie erinnern sich, Mastix, Ladanum, Honig, Mandeln, Pistazien und dazu noch das Geld für den Kauf, zusätzlich zu dem Geld, das sie in ihren Packsätteln gefunden hatten, geht es nun zurück. Er resigniert und hofft nur noch auf den Herrn. Der Herr möge alles zum Guten fügen. Er möge mit euch Mitleid wecken bei dem starken Mann in Ägypten. Das Leiden Jakobs im Angesicht des drohenden Verlustes seines liebsten Kindes Benjamin erinnert auch an das Leiden von Jakobs Vater Isaak, dessen Liebe zu seinem erstgeborenen Esau er, also Jakob, damals selbst rücksichtslos missachtet hatte, auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Auch das ist eine Wiederholung einer gleichen Situation, aber mit umgekehrten Rollen. Jakob erfährt das Leiden an sich selbst, das er seinem Vater zugefügt hat. Zwei Worte fallen indessen, die ihren Schatten auf das Kommende werfen. Sie bilden den Gipfel und den Ertrag der Wiederholung, in die Josef seine Brüder hineingeführt hat. Wieder steht der Vater Jakob mit seinem bevorzugten Kinde Benjamin der Gruppe der anderen Brüder gegenüber. Wieder scheint Jakob Sorge und Liebe nur für diesen Sohn Rachels, seiner geliebten Frau, übrig zu haben, während die anderen Söhne sein Misstrauen, seine Vorwürfe zu spüren bekommen. Aber im Gegensatz zu früher lodert bei den Brüdern kein Hass mehr auf. Es schwelt keine Eifersucht mehr unter ihnen. Die Aussicht auf die bevorstehende Reise nach Ägypten, die Ungewissheit ihres Ausgangs, hat den wilden Mut zur verbrecherischen Lösung aufgesogen und ihre eigene Angst und Sorge hat sie für die Angst ihres Vaters empfänglich gemacht. Ihre Gedanken sind nunmehr auf die Beruhigung ihres greisen Vaters und auf die Erhaltung ihres kleinen Bruders gerichtet. Ihre Gedanken sind auf diese Weise in das Gegenteil verwandelt worden. Während sie damals in Dothan den Schmerz ihres Vaters kalt verachtet und die Eliminierung ihres Bruders betrieben hatten, bringt sie die Angst ihres Vaters jetzt sogar dazu, mit ihrem Leben und ihrer Familie für die Unversehrtheit des anderen Sohnes, Lieblingssohnes, nämlich Benjamins, einzugestehen. Wieder sind es der erstgeborene Ruben und Juda, die für die anderen Brüder das Wort führen. Die Bürgschaft, die sie übernehmen, ist das genaue Gegenteil des Verbrechens an Josef. Statt dass sie das Leben ihres Bruders vernichten, legen sie jetzt ihr eigenes Leben in die Waagschale, um das Leben ihres Bruders, des jüngsten, des zweiten Lieblingssohnes zu retten. Und um Benjamins Unversehrtheit zu schützen, bieten sie ihre eigene Freiheit und ihre eigene Familie als Pfand und Ersatz an. Die Situation ist also umgekehrt. In dieser Umkehrung der Situation und der Gefühle hat die Wiederholung gemündet. Die Brüder sind anders geworden. An die Stelle des Hasses und Neides ist das Erbarmen mit dem Leid des Vaters und die Verantwortung für ihren Bruder getreten. Selbst um den Preis der eigenen Person und Freiheit, die sie in die Bürgschaft werfen. Die neue Reise und das zweite Zusammentreffen mit Ägypten werden diese Änderung der Brüder wie in einer Esse erproben und stählen. Sie werden also durch das Spiel des starken Mannes in Ägypten schon als veränderte Menschen nach Ägypten zurückkehren. Das finde ich eine der schönsten Aspekte dieser Geschichte, wie bei den Brüdern Verantwortungsgefühl entsteht. Und zwar für Benjamin und zugleich auch Empathie für das Leiden des Vaters. Genau das, was eben nicht der Fall war, als sie Josef
vernichten wollten und die ihn dann auf diese Weise tatsächlich auch vernichteten, ohne dass es ihnen gelungen war. Ja, nehmen wir uns einfach ein bisschen Zeit heute, das zu bedenken, wie schön es ist, wenn aus Hass Empathie wird und Verantwortungsgefühl und sogar die Bereitschaft, für die Verantwortung, die man für andere hat, das eigene Leben zu riskieren. Wenn also der Egoismus und das Eigeninteresse als leitendes Interesse verschwindet und plötzlich die Bereitschaft da ist, wirklich alles zu geben für die Verantwortung, die man übernommen hat. Da ist ja im Grunde genommen schon der Anfang der Versöhnung, ja, wenn man so will, innerhalb des Familiensystems gegeben, noch nicht gegenüber dem Bruder, den man verstoßen hat. Aber doch so, dass das System als Ganzes sich in Bewegung gesetzt hat und verändert hat. Denn das gehört auch zur Versöhnung. Versöhnung ist nie nur ein Vorgang zwischen zwei Personen, sondern hier treffen dann auch immer wieder Systeme zusammen. Gerade beim Täter, das System, in dem er steht. Bestes Beispiel dafür, ich wiederhole es immer wieder, ist eben das Thema des Missbrauchs. Hier geht es dann eben auch um Systeme und niemals nur um Einzeltäter. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.